Bei der Demonstration gegen die Fiala-Regierung ist es auf dem Prager Wenzelsplatz fast zu einer Tragödie gekommen. Für Passanten wurde kein Sicherheitskorridor eingerichtet. Es entstand ein starkes Gedränge. Menschen dicht an dicht konnten weder nach vorne oder nach hinten. So retteten sie sich in umliegende Häusereingänge und Höfe. Wir wollten zur U-Bahn. Es gab großes Gedränge und man konnte überhaupt nicht mehr durchgehen. Die Menschen fingen an zu drängen und mir wurde übel. Man ließ uns hier in den Durchgang. Später, als sich die Situation beruhigt hatte, erschien auch die Polizei und regelte die Bewegung auf dem Gehsteig.